Wir gehen rein in die Entbannungsanträge. Hier haben wir einen Kommentar vom Alo und der schreibt: Kiesgauer, du fetter Master Exer hat ihn gesperrt. Guten Tag, liebe Mods. Guten Tag, Monte. Es tut mir so leid, dass ich so dumme Sachen geschrieben habe. Ich dachte, ich wäre lustig. Ich will mich vor allem bei Kiesgauer entschuldigen. Monte, ich schaue deinen Stream so gerne. Er hat mich schon durch schwierige Zeiten geholfen und wird mich sehr freuen, wenn ich wieder am Chat wieder teilnehmen könnte. Abo ist am Start auf jeden Fall. Kuss. Unbannen oder ban lassen, Kiesgauer? Du entscheidest. Bann lassen, ablehnen. Daniel mit tut mir leid, war unüberlegt und dumm. Ich entschuldige mich bei allen, sowas kommt nicht mehr vor. Endlich kenne ich den Namen. Der Bruder hat recht. In 3,5 Bags. Coffeeshops kaufen auch gerne in den USA ein. Wird er eh nicht lesen. Taschentuch, so dumm. Sea Kyle. Wieso ist der gesperrt? Guck WhatsApp. Twitch, ich zitiere jetzt nur. Sea Kyle heißt in, also heißt im Englischen Sieg Heil? Ernsthaft? Wusste ich nicht. Also die Aussprache dafür, hier. Sean Kyle is an homophobe of the German term Sieg Heil or Sieg und Heil. Wir müssen ja auch ein bisschen was dazulernen, das wusste ich nicht. Wisst ihr, was ich gedacht habe, was er geschrieben hat? Einfach. Ich habe gerade gedacht, ich habe Kylo da auf dem Arm gehabt. Das wussten wir nicht und das wird natürlich abgelehnt. Master Exe hat bester Tony 234 gesperrt. Grund? Hallo Master Exe, ich habe dich nach einem Sub gefragt und ich weiß jetzt, dass ihr da bannt. Sorry, ich habe draus gelernt. Bitte entbannt mich. Freust du dich schon auf das Aussortieren aller Waffen? Haha. Bester Tony, hallo Master Exe. Ich finde dich sehr sympathisch, was du im Chat machst, schreibst. Ich bin relativ broke. Hahaha. Deswegen bleibt leider kein Geld für ein Sub. Halbe Biebe, ganzer ablehnen, sage ich. Voll süß geschickt. Okay, ihr entscheidet, Chat. Hot Words, bann oder unbann? Ihr könnt entscheiden. Bann oder unban? Okay, wir brauchen nicht weitermachen. Okay, gut, wir entbannen ihn. Noah, R34, schreibt HS. Sorry, war sauer, weil meine Spezi umgefallen ist. Ich werde in der Zukunft nicht mehr so einen Scheiß in den Chat schreiben. Gönnergy auf die 1. Alleine schon, wie du Gönnergy geschrieben hast, ablehnen. Mit Ö-N-N-G-G, also Digga, scheiß drauf. Du willst Gönnergy nicht auf der 1 sehen, sonst hättest du Gönnergy nicht geschrieben wie eine Behinderung. Luca Gore schreibt nichts. Crowy hat Luca Gore gesperrt. Grund? Bitte wieder aufheben, weil der Gönnergy Cheesecake Bruder schmeckt. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr gucken, was der Grund ist, weil der wird auf jeden Fall entsperrt. Wir gucken trotzdem, Kappa. Anne Gret. Ja, aber Adolf. Adolf Schnitt? Nee, ich glaube, der Grund, warum er gebannt worden ist, ist, weil das mit Adolf und wie hieß nochmal die Jüdin damals, die so berühmt geworden ist, die ist ja leider gestorben, die das Buch geschrieben hat. Anne Frank. Ich weiß nicht, ob in dem Kontext eventuell? Keine Ahnung. Ach, hieß sie Anne Gret? Nee, nein. Doch, oh, warte mal. Anne Frank, eigentlich Annalise Marie Frank. Doch. Nee. Ach. Jetzt knallt's aber bei mir im Kopf. Gut, bringt ja mich gerade. Ja, Digga, scheiß drauf. Keine Ahnung, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das geschrieben hat. Meint ihr anbannen oder bannen lassen? Also alles so im Kontext mit Adolf finde ich irgendwie scheiße, Digga. Also nicht eigentlich scheiße, finde ich scheiße. Also ablehnen. Enddrinking IDK. Kieskauer Lauch. Kieskauer, nehme nicht alles so ernst. Ich entschuldige mich trotzdem für diese schlimme Beleidigung. Also Kieskauer, Digga, also so langsam geht's nicht mehr. Der hat nur Wahrheit geredet aus seinem Mund und du bannst ihn, nimmst dir wieder 5 Euro. 4 Euro, sorry, miese Zeiten. Natürlich wird die Sperre aufgehoben. No Support mit der Flagge hier. Wer das im Namen hat, läuft eh nicht richtig. Moin Mutz, ich möchte mich für meine Aussage entschuldigen. Ich bin nicht LGBTCED feindlich oder sonst was. Hab das nur geschrieben, weil Monte meinte, Leute, die im Namen Flaggen haben, denken, sie würden die Welt damit retten. Ich würde gerne wieder im Chat teilnehmen und mein Prime hier lassen. Ja, der Kontext ist schon wichtig, finde ich. Der Kontext ist schon wichtig, weil wir haben alle nichts gegen gegen LG-Fernseher, haben wir nichts. Aber der Kontext war, dass gerade Menschen, die damit nichts zu tun haben, trotzdem diese Flagge und bla. Also ich würde es die Community entscheiden lassen, weil am Ende, wenn ich Shitstorm bekomme, dann kriegt ihr den. Okay, der Kollege wird unbanned. Paddy wurde gesperrt. Ich habe damals missgebaut. Es war nicht okay, was ich gemacht habe. Ich werde mich in Zukunft besser verhalten. Ich entschuldige mich für mein Verhalten. Bei Elotrix hat er was in den Chat reingeschrieben. Oh. Monte ist so ein ... Ist sich mal wieder zu sollte man bei keiner Sache mehr fragen. Da ging es um Seven in the Wild.
Ich sag dir ganz ehrlich, Paddy, so jemanden wie dich will ich gar nicht haben. Vor allen Dingen Channel-Hopping mag ich sowieso nicht. Und auch wenn du meine Entscheidung vielleicht nicht gefühlt hast, mich in anderen Channels zu beleidigen oder gerade bei meinem Homie Elotrix zu beleidigen aufgrund einer Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben, und du hast vollkommen recht, es war am Ende meine Entscheidung, dass ich nicht dabei sein möchte. Und Elotrix wäre wahrscheinlich gefahren. Aber trotzdem war es meine Entscheidung, die man zu respektieren hat, mich deswegen im Internet zu beleidigen, finde ich quatschig. Ich liebe Phoebe. Söhne. Ich will wetten, bitte, hab über den Mio Montis. Wann wurde denn gesperrt? Am 29.07. Ich rufe Phoebe an und sie entscheidet. Und wenn sie Nein sagt, dann solltest du deinen Namen auch umbenennen. Weh, die geht jetzt nicht ran. Hallo, ich streame. Achso, ja. Passt jetzt gerade? Ja. Ich habe nur eine kurze Frage, okay? Okay. Ich mache gerade Entbannungsanträge und ich habe hier einen Kandidaten, der heißt ich_liebe_Phoebe. Ja. Warum lächelst du da so? Wurde der gebannt? Der wurde gebannt, ja, aber nicht wegen dem Namen. Na, dann wieder... Na, Phoebe, ey, lass mich doch erstmal ausreden, bitte, okay? Okay. Der hat geschrieben, roter Gönnerchi stinkt nach Kotze, was sagst du dazu? Warum lachst du da so? Nein, das hat er nicht geschrieben. Er hat geschrieben, Söhne. Und als Entbannungs, warum er entbannt werden möchte, er schreibt, ich will wetten, bitte, hab über 1 Million Montis. Und ich lass dich entscheiden, weil er ja anscheinend in dich verliebt ist, ob er entsperrt werden soll oder nicht. Dadurch ich denk, also da ich, das Ding ist, die Leute, ich erziehe die Leute so, ne, wie ich auch das will. Und dadurch, ich halt auch immer sage, dass dein Content so super ist und dass du ein guter Streamer bist und er eigentlich auch nur die Points bei deinen Angaben wieder ausgeben will, sollte man ihn entbannen, weil er ein riesen Fan wahrscheinlich von dir ist, weil ich ihn so gut erzogen habe. Hast du zu doll am Klebstoff geschnüffelt oder was? Nee. Du hast viel geredet, aber nichts gesagt. Ja, ich kann kein Deutsch, keine Ahnung. Machst du wieder zwei Dinge gerade gleichzeitig, oder was? Nee, ich habe mich tatsächlich gerade darauf konzentriert, einen ordentlichen Satz zu formulieren, aber hat nicht so geklappt. Okay. Ich bin krank, deswegen. Alles klar, dann danke ich dir für deine Expertise und wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Entbann ihn! Okay. Okay, mache ich. Super. Gut, alles klar. Ciao, ciao. Spaß noch. Ciao. Ich liebe Phoebe. Du wärst nicht entbannt. Nein, wir heben die Sperre auf. Phoebe hat entschieden. XXXTavi XXX wurde gesperrt. Ey, liebe Mods und Monte, war nicht schlau von mir, werd dies nicht mehr tun. Möchte gern wieder am Chat teilnehmen. Grüße an Monte und den Mods. Der wurde gesperrt und den Grund sehen wir in Kürze, liegt die Würze. Monte, du Sohn. Okay, der wurde gesperrt, aber schon vor 7 Monaten. Da sag ich ganz ehrlich, da bin ich auch gnädig an, Ben. Nach 7 Monaten, denke ich, hat man über seinen Fehler nachgedacht. Und vielleicht meint er auch mit HS, hübscher Schatz oder, ja. Holocaust 7. Es war ein Fehler, das zu machen, bin reifer geworden. Hitler, verschrieben bitte, Popoloch, ne, bin 13, krass, oder? Also ich lache nicht über Hitler, sondern über Popoloch, ehrlicherweise. Über Popoloch habe ich gelacht. Wann war denn das? Vor 7 Monaten. Ablehnen. Monte 69696969. Sorry, es tut mir sehr leid, Sub wäre auch drin. Kuss. Mod-Kommentar. Machen wir mal einen Lucky-Lucky. Kieskauer de Huso. Das war vor 2 Monaten. Wir halten kurz fest, Kieskauer hat mir mindestens schon Fuffi genommen in der Zeit. Kieskauer, Bann oder Anbann? Bann. Kieskauer, ich will jetzt langsam aber auch mal hier auch mal 10 Gifted-Subs sehen. Lou hat den gesperrt. Digga, halbe Bibel, ganzer Hur. Moin, Monte. Sorry erstmal für die Nachricht. Ich wusste gar nicht, dass ich gebannt bin. Bin ich jetzt im Stream, bis ich jetzt im Stream war? Da ich kein Sub war, schrieb ich auch nie was rein. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwer, vielleicht mein Freund, an meinem Handy war, als ich nicht da war und das am Anfang des Streams reingeschrieben haben. Ich kann auch verstehen, wenn du mich nicht annimmst, denn das ist schon sehr unrealistisch. Dennoch hoffe ich, dass ich am Chat teilnehmen darf, denn Prime Sub wäre da. Kuss. Warum ist der gebannt? Lu, Anwesenheitsbericht sofort! Du nimmst mir nicht meine Butter vom Brot. Wegen Nesha? Ja, aber okay, ja, aber man, ist auch ein Name, oder nicht? Oder glaubt ihr, dass er damit die N-Bombe umgehen wollte? Nesha, Herkunft, Bedeutung.
Namenstag. Was ist Nesha? Nesha ist ein weiblicher Vorname. Nesha ist ausgesprochen seltener Name. Zumindest in Deutschland wird der Name Nesha nur sehr selten vergeben. Es ist ein Name. Ja, habt ihr vollkommen recht. Warum sollte man den Namen posten? Habt ihr recht, natürlich. Aber ich glaube immer an das Gute im Menschen und kann mir... Wie dumm und hobbylos muss man sein, das so reinzuschreiben? Für was? Ruf doch Willi oder Sidney an. Also das, Digga, finde ich sehr diskriminierend von dir. Also, ihr sagt ablehnen. Spick Q7 oder Speak Q87. Ach, so ein Dulli, Digga. Aber Philipp, dass Philipp Get ihn dafür auch permaband, ist auch quatschig, finde ich. Hallo zusammen, ich habe einen Fehler gemacht. An jedem Tag, als ich online im Stream war, habe ich eine Nachricht. Also, ich brauche mir die Nachricht nicht weiter durchlesen. Wenn ich CSGO streame, sind Bots unterwegs, die versuchen euch zu bescheißen. Und dann kriegt man so eine Nachricht. Und er hat diese Nachricht kopiert und reingepostet, was auch dämlich ist, aber es war keine böse Absicht dahinter, vom Ding her, würde ich sagen. Es ist sehr dämlich, 100%, aber es finde ich keinen Grund für einen Sperma-Bann. Anben. Master Excel hat 1 Abo gesperrt, scheiß Energy Drinks. Yo, Monte, meine Aussage war nie auf Gönnergy bezogen, sondern auf Energy Drinks im Allgemeinen. War respektlos und unangebracht, da du Gönnergy released hast und mich niemand nach meiner Meinung gefragt hat. Big sorry. Gut eingesehen. Da lief deine Werbung für Gönnergy. Ja, ich finde den Bann berechtigt. Man hätte es vielleicht auch Master Excel mit einem Timeout belassen können, aber ich stehe auch hinter der Entscheidung. Ich mache da immer trotzdem den Kommentar-Chat. Wenn ihr eine Werbung oder eine TV-Serie oder einen Film im Fernsehen schaut und der euch nicht gefällt, dann schreibt den Produzenten auch nicht Scheißfilm, sondern ihr skippt weiter. Und wenn jemandem das nicht gefällt, dass da Energy-Werbung zu sehen ist oder ich gerade über Energy rede, dann hat er doch die Möglichkeit, einfach zu gehen. Ja, Meinungsfreiheit, aber die Frage ist halt, wann ist deine Meinung auch angebracht? Und in dem Fall war halt niemand nach seiner Meinung gefragt und die Meinung war auch nicht angebracht. Ich finde es in Ordnung, dass er sich entschuldigt hat und er sieht den Fehler ein. Oder sieht ein, dass es ein unangebrachter Moment war, deswegen wird er entsperrt. Luxfuß, meine Freundin pinkelt immer im Stehen, hasse das. Mod-Kommentar? Oh, bei Alena hat er was reingeschrieben. Zeig Schlitz für Monte morgen. Mach keinen miesen, Digga. Ablehnen, die pinkelt nicht nur für dich im Stehen. Ablehnung senden. Knetbirne 97, alles hier, hahaha. Ha, ha. Was geht ihr Schlingel? Alles hier. War ein Spaß, kommt nicht mehr vor, Entschuldigung. Er meint euch, Chat. Kieskauer wieder 5 Euro weggenommen. Bann oder unban? Ihr entscheidet, Chat. Gut, ist eine eindeutige Sache. Ablehnen. Schaut mal bei mir vorbei. Ich verspreche nie wieder Eigenwerbung zu machen. Ich wusste nicht mal, dass man das nicht darf. Sorry. Ablehnen. Lest dir vor die Regeln durch, Digga. Monty HS. Moin Moin. Aktiv gebannt, Bruder. Verdammt. Sorry, Abi. Dieser Kommentar war kompletter Rino unnötig. Und ich möchte mich gerne dafür entschuldigen. Es war nicht ernst gemeint. Halbe Bibel, ganzer Sohn. Da ich deine Mutter sowieso nicht kenne und dementsprechend nicht weiß, ob sie es ist oder nicht. Oder er macht einen richtigen Deep Talk, dass er meine Mutter als beleidigt hat. Jetzt seine Entschuldigung ist, er kennt sie nicht, er weiß nicht, ob sie eine ist. Feier dich und Gönnergy schmeckt Hamdullah sehr gut und Inshallah auf die 1, Habibi. Sperre aufheben, guter Mann. Solche brauche ich mehr in der Community. TXO, du animierst mich echt auch Cases zu öffnen. Finde das so geil, hab schon die Kreditkarte von Mama bereit. Da steht, Montana Black hat den gesperrt, aber das war Master Excel. Der ist auf meinem Hauptaccount auch eingesperrt. Böser Master Excel, was soll das? Ich entschuldige mich für mein Verhalten. Ich werde das in Zukunft bleiben lassen. Dennoch war alles Spaß. Hätte damit rechnen müssen, dass eventuell nicht so aufgenommen wird. Ja, mir war schon klar, dass das Spaß ist, aber ich fand es sehr unspaßig, so zu tun, als wenn man seine Mama beklaut. Sperre hebe ich trotzdem auf, weil ich habe dich auch nicht gesperrt, war Master Excel. Kieskauer. Verstehe nicht, wofür ich gesperrt wurde. Kieskauer wieder mit dem Link. Lass mich raten. Surprise, surprise. Kieskauer wird wieder als beleidigt. Welcher Opfer guckt sich alte Streams an? Okay. Kieskauer, Glück gehabt. Boah, weiß ich nicht. Ja gut, welches Opfer guckt sich alte Streams an im 24-7-Channel? Okay. Finde ich nicht in Ordnung, aber unban, sagt ihr? Sperre aufheben, gut. Wir machen mit den Entbannungsanträgen morgen weiter, okay? Wir machen da einen Cut, weil ich will Sascha nicht warten lassen. Versteht ihr, ne?